Hallo und Kalimera aus Griechenland oder genauer gesagt von Korfu heute. Wir haben Tag 6 unserer Reise griechische Inseln, Land und Meer mit der TUI Mein Schiff 6 und wir haben den 2. Oktober 2020. Wetter ist heute eher so mittel, soll auch regnen heute Vormittag. Mal gucken, bisschen mehr Sonne würde ich mir noch wünschen, aber was will man machen, ne? Kann man nicht beeinflussen. Heute insgesamt gibt es die volle Packung Korfu. Wir sind heute Vormittag mit einem Ausflug in Korfu Stadt, gucken uns unter anderem den Sisi-Palast an. Der hat eigentlich einen anderen Namen, den weiß ich nur gerade nicht. Machen dann einen Spaziergang durch die Altstadt von Korfu Stadt. Später geht es dann mit einem Bus noch in einer Panoramatour über die Insel. Also, volle Packung Korfu. Direkt im Anschluss gibt es auch in diesem Video für dich noch einen Seetag dann auf dem Weg zurück nach Kreta. Von daher würde ich mich freuen, wenn du Bock hast auf volle Packung Korfu und ein bisschen Stimmung auf See, dann musst du jetzt einfach nur dabei bleiben. Ich bin Sebastian on Tour und hier auf diesem Kanal geht es um die schönste Zeit des Jahres, um den Urlaub. Das heißt Reiseinspiration, Tipps und Tricks für deinen nächsten Urlaub, Empfehlungen fürs Zielgebiet, zum Beispiel für Ausflüge und Restaurants und manchmal auch einfach nur echtes Urlaubsfeeling. Wenn du Lust hast, in Zukunft dabei zu sein, musst du nichts weiter tun, als diesen Kanal zu abonnieren. Dann solltest du auch gleich die Benachrichtigung einschalten, dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Und wie immer gilt, wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos von dieser Tour anzuschauen, zum Beispiel aus Piräus und Athen, dann findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung.
So, das war die volle Packung Korfu, würde ich sagen. Heute Vormittag das Achillion, den Palast von Sissi und einen kleinen Rundgang durch die Altstadt, sehr nett. Heute Nachmittag dann noch Panoramatour, ist das Wort, über die Insel. Wirklich eine niedliche Insel, also ich glaube, ich bin nicht das letzte Mal hier gewesen. Wirklich, wirklich schön. Für uns ist jetzt noch Auslaufen angesagt, dann gibt es irgendwann auch noch irgendwas zu essen, hoffe ich mal. Daran mangelt es hier eigentlich bisher nicht, von daher bin ich da ganz guter Dinge. Und dann schließt sich hier direkt noch an der morgige Seetag. Ich würde mich freuen, wenn es dir bis hierhin schon gefallen hat. Wenn das so sein soll, gib mir bitte einen Daumen nach oben. Und wenn du Lust hast auf noch ein bisschen See und Seetag, halt eben Wellen, Wasser. Ich hoffe, morgen ist das Wetter genauso herrlich, wie es sich dann heute entwickelt hat. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du einfach dran bleibst, denn damit geht es direkt weiter. Von daher würde ich jetzt schon mal sagen, Kali Nichta und bis morgen.
das war unser letzter Tag, unser letzter Seetag zumindest, mit einem kleinen Sahnehäubchen obendrauf, einem Besuch von Santorini und einem, ich weiß gar nicht, wie oft er sich im Kreis gedreht hat, anderthalb Mal, fast zweimal, damit wirklich jeder von überall auf dem Schiff die Insel sehen kann. Dabei ist die Sonne untergegangen, ich glaube, viel besser kann man es nicht machen. Wir sind jetzt auf dem Weg zurück nach Kreta. Da sind wir morgen früh dann um, ich glaube, 7 schon. Und für jetzt ist zumindest dieses Video zu Ende. Ich würde mich sehr freuen, wenn es dir gefallen hat. Wenn das so sein sollte, gib mir doch bitte einen Daumen nach oben. Darüber freue ich mich immer sehr. Wenn du Lust hast, dir die restlichen Videos anzuschauen von dieser Tour, dann findest du die Links zu den Videos unten in der Beschreibung. Und wenn du auch zukünftig dabei sein möchtest, wenn ich auf Reisen gehe, wenn ich Urlaub mache, dann solltest du diesen Kanal abonnieren und idealerweise dann auch die Benachrichtigung einschalten. Dann wirst du nämlich automatisch informiert, wenn hier ein neues Video online geht. Morgen sind wir dann in Heraklion und eigentlich war nur noch Rückflug geplant, aber wir haben noch einen Ausflug gebucht. Das heißt, es geht noch nach Knossos, es geht noch nach Heraklion rein. Da werden wir einen kurzen Stadtrundgang machen und dann fahren wir noch auf ein kleines zu einem kleinen Künstlerdorf. Ein kleines Bergdorf besuchen wir noch, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe. Das wird dann morgen der Titel des Videos sein. Von daher, wenn du Lust hast, dir das auch noch anzugucken, dann, wie gesagt, Kanal abonnieren, Benachrichtigung einschalten, denn da geht's morgen früh weiter. Und dann sage ich Kalinichta. Bis morgen.